Als er an seinen Arbeitsplatz zurückkehrt, findet Susa eine unangenehme Nachricht vor. Der Chef gibt natürlich keine Erklärungen ab. Chefs sind Chefs. Ich habe beschlossen, arbeiten zu gehen. Ich habe mich weder geduscht noch rasiert. Ich schwitze. Auf dem Herd ein Rest Suppe. Ich habe sie aufgewärmt. Noch nie habe ich morgens Suppe gegessen. Nun, jede Gewohnheit nimmt ihren Anfang. Fleischbrühe, Tomate, Sternchennudeln, künstliche. Jahrelang war Suppe unser erster Gang beim Abendessen. Nur die Sternchennudeln sind anders. Die ehemalige Fabrik in unserem Viertel hat vor langer Zeit zugemacht. Der Alte arbeitete gern mit Weizen, die Kinder waren zufrieden mit einem Gemisch. Die Enkel akzeptierten das chemische Mehl aus den Labors der Regierung. Nur hielten sie dem Druck der Multiindustrie nicht stand. Sie kamen mit gefälligen Plastepaketen mit angeblich höheren Vitaminen und Proteinen. In den 70er Jahren gab es in der Tat eine gewaltige Vergiftung. Die Eingeweide des Volkes funktionierten nicht mehr. Es bildeten sich feste, schwer verdauliche Klumpen aus Nahrungsmitteln, die furchtbare Krämpfe hervorriefen. Ein Resultat der übermäßigen Verwendung nicht getesteter chemischer Produkte. Die Technologie kam aus dem Ausland, unsere Techniker bewegten sich im Versuchsstadium. Es dauerte Monate, bis sich alles wieder normalisierte. Der Presse wurde verboten, darüber zu berichten, denn die Minister hatten ein Interesse an den Nahrungsmittelmultiindustrien. Ich kann mich an diese große Vergiftung gut erinnern. Sie fiel mit der beginnenden Verseuchung unserer Strände zusammen. Wir mussten schnellstens fortgehen, als Menschen zu sterben begannen. Sie liefen fröhlich zum Strand, sonnten sich und gingen schwimmen. Sie kamen aus dem Wasser und legten sich in den Sand. Wenn der Tag zu Ende war, starben sie wie die Küchenschaben an einem Insektenvertilgungsmittel. Heute geht man nicht mehr zum Strand. Es ist traurig, wenn man an die Küste kommt und die Zäune aus Beton und Stacheldraht sieht, die den Bereich abtrennen. Das stillstehende schwarze Meer. Strand? Wenn man jenen schwarzen, dicken, öligen Strand überhaupt noch so nennen kann. Nicht einmal Wasser kann man dem Meer entnehmen, um das Volk damit zu behandeln oder um es zu verteilen. Um es trinkbar zu machen, wurden alle möglichen Arten von Filtern konstruiert. Unbrauchbar. Das Wasser verlässt die Kläranlage mit einem grauen Schimmer und riecht ekelerregend nach faulen Eiern, als sei es eine Rache des Meeres. Dann bauten sie gigantische Abflussrohre. Tag und Nacht geht nun der Abfluss in den Ozean. Zwei Löffel Suppe, mehr nicht. Mir ist übel geworden. Am liebsten hätte ich sie auf den Teppich geschüttet. Dieser Flickenteppich, den Adelaide in ihrer Neurose nachmittags, wenn sie allein zu Hause war, angefertigt hat. Mehr als 10.000 geruhsame Nachmittage, sie auf dem Stuhl. Da schnitt sie Stoffstücke zurecht, heftete sie aneinander und nähte Teppiche für die ganze Familie zusammen. Sie schläft auf dem Sofa im Wohnzimmer. Oder tut nur so. Ich habe alle möglichen Geräusche gemacht, sie hat sich nicht gerührt. So fest schläft sie sonst gar nicht. Der Fahrstuhl steht still, diese Energiesparerei ist höllisch. Ich gehe die Stockwerke langsam hinunter. Und wenn ich den Bus verpasse, ist es mir auch egal. Ist mir egal. Hat man dafür Töne? Dennoch war ich an der Haltestelle, bevor der S-7.58 ankam. Was für ein S das wohl war. Es gibt so viele Namen, Kürzel, Nummern, kleine Buchstaben, Zeichnungen, Symbole, unverständliche Zeichen. Jedes steht für eine Abteilung, ein Departement, eine Organisation. Ich glaube, man braucht mehr als ein Jahr, um sie alle zu kennen und zu verstehen. Nehmen Sie bitte einen anderen Bus. Warum einen anderen? Befehl der Gesellschaft. Das kann nicht sein. Kennt die Gesellschaft mich etwa? Ich fahre hier mit. Ich stieg ein. Alle Insassen sahen mich schlecht gelaunt an. Ich erkannte niemanden vom gewohnten Fahrplan. Einige Kahlköpfe, noch roter als sonst. Es war zum Ersticken. Jetzt gaben sie den Kahlköpfigen wohl schon Zirkulationsmarken. Die Fahrgäste begannen auszusteigen. Der Schaffner ging schnell hinaus. Der Fahrer kam.
Warum gehen Sie denn nicht freiwillig? Ich bezahle meine Fahrt, ich besitze eine Zirkulationsmarke, also habe ich auch das Recht, den Bus zu benutzen, den man mir zugewiesen hat. Der Schaffner kam in Begleitung eines Zivilitärs zurück. Mit der üblichen Grobheit fragte der Zivilitär erstmal gar nichts. Sie sind berüchtigt dafür, dass Sie erst schießen und auch hinterher nicht fragen. Er packte mich. Wer kann es schon mit einem Zivilitär aufnehmen? Er warf mich auf den Bürgersteig wie jemand, der ein Stück zerknülltes Papier fortwirft. Geh zum Teufel mit deiner Kraft. Meine Aktenmappe öffnet sich, die Papiere verstreuten sich über den Bürgersteig. Noch im Sitzen, mein Hinterteil brannte, begann ich sie zusammenzusuchen. Plötzlich hielt ich inne. Wozu denn? Die Papiere interessieren mich nicht. Rechnungen, Lieferscheine, Quittungen, Zeitungsausschnitte, Visitenkarte, Schecks, Zettel vom Chef, Memos, bedrucktes Papier. Aha, das scheint meiner Frau zu gehören. All das zusammensuchen? Wozu denn? Noch einmal sah ich auf die grauen Papiere. In Brasilien gibt es nur eine Art von Papier von minderwertiger Qualität, das streng rationiert wird. Seit wie vielen Jahren lebe ich damit? Wozu trage ich dieses Zeug mit mir herum? Komisch. Gestern im Bett hatte ich versucht, mich daran zu erinnern, wo ich arbeitete, was ich machte. Ich ließ den Aktenkoffer und die Papiere auf dem Boden liegen. Die Fahrgäste kehrten schnell in den Bus zurück. Ich erhob mich und lehnte mich an den Pfosten der Haltestelle. 15 Minuten später wieder ein Bus. Nur die Vordertür ging auf. Einige Fahrgäste stiegen aus. Das war eine Verschwörung. Ich schlug auf die Eingangstür ein, trat mit den Füßen dagegen. Der Schaffner steckte irritiert den Kopf durchs Fenster. Als ich das Büro betrat, ging ich schnell, ohne zu grüßen, am Chef vorbei. Ich sah nicht einmal zu meinen Kollegen hinüber. Sie reagierten auch nicht. Sie hatten mich immer für einen ruhigen Menschen gehalten, der seine Schubladen und seinen Tisch pingelig sauber hielt, die Papiere ordnete und den Schreibtisch aufräumte. Auf dem Stuhl hing ein fremdes Jackett. Ich öffnete die Schublade, fand meine Ordnung nicht wieder. Die Bleistifte, die nach Farbe und Größe dalagen, die Klammern, Radiergummis, der Hefter, die Stempel, alles durcheinander. Ich hörte ein »Gestatten Sie« und sah auf. Da stand ein dicker, glatzköpfiger Mann vor mir, etwa 30 Jahre alt. Er schwitzte mehr als ich. »Entschuldigen Sie, das ist mein Tisch.« »Ihrer?« »Den hat man mir heute Morgen zugeteilt.« »Dann lassen Sie uns zum Chef gehen.« »Wie Sie wünschen.« »Was ist denn los?« »Sie sind entlassen. Wegen einmal oder zweimal fehlen? Gehen Sie zur Kasse. Erklären Sie mir das gefälligst. Wenn Sie entlassen worden sind, gibt es einen Grund dafür. Dann will ich ihn wissen. Wozu denn, wenn Sie doch schon entlassen sind und es sowieso nichts nützt? Manchmal ist es schlimmer, wenn man den Grund erfährt.« »Ich schlage alles hier zusammen, wirklich. Ich will eine Erklärung, und zwar sofort.« »Nur zu, zerschlagen Sie alles. Sie waren immer rebellisch, Herr Sousa. Das ist nicht gut. Und so kommt man nicht weiter. Ich gehe nicht ohne eine Erklärung. Dann bleiben Sie eben, solange Sie wollen. Nur beeinträchtigen Sie bitte die Arbeit der Kollegen nicht, sonst sehe ich mich gezwungen, einen Zivilitär zu rufen.« Nachmittag. Ziellos. Klebe am ganzen Körper. Die Kleidung pappt auf der Haut. Zum Ersticken. Ein Bad. Ein kaltes Bad. Eine kräftige Dusche, die auf den Körper prasselt, die Muskeln entspannt. Nun, ich lebe wirklich auf dem Mond. 2 Uhr nachmittags, es ist halb dunkel, das sind keine Wolken. Es sieht eher so aus, als seien es Platten aus grauem Metall, die sich über der Stadt geschlossen haben. Geballte Schwüle in den Häusern, träge schlängelt sich der Verkehr vorwärts. Wie komisch war doch die Zeit, als alle Welt in Sao Paulo sich mit Hieben und Püffen eilig fortbewegte. Die Gereiztheit auf den Gesichtern und im Innern der Menschen ist dennoch die gleiche, wegen dieser ständigen drückenden Hitze. Und keine Hoffnung.
Die Lichter leuchten schwach, gelb, kränklich. Das schmerzhafte Licht der großen elektrischen Lampen in der Fabrik, ich habe Fieber und schreibe. Das war mein Lieblingssatz, ich schrieb ihn auf und lernte ihn, kenne auch die meisten Verse des Dichters auswendig. Fernando Pessoa. Ich habe Fieber und denke in endlosen Kreisen. Das schmerzhafte Licht der großen elektrischen Laternen. Das Volk bewegt sich in Zeitlupe, als lebte es in einer Trickaufnahme. Mit gesenktem Kopf, mühsam atmend, folgt es den Schlangen, betritt die Häuser und kommt wieder heraus. Spart Energie, um noch ein wenig mehr zu ertragen und bis zum Tagesende durchzuhalten. Laufen, weil sie mich nicht in den Bus einsteigen lassen. Was für eine verrückte Stadt! Ich will in dieser Schwüle nicht laufen. Es sind kaum Menschen auf der Straße. Das Zentrum verwaist nach 7 Uhr. Dann wird es gefährlich. Ich könnte es aber nicht ertragen, im Gebäude anzukommen. Die Müllsäcke im Eingang, die aufgeräumte Küche und das Geschirr im Abtropfkorb zu sehen. Zu Hause gab es 2 Mülleimer in der Küche. Einen für leicht verwesende Dinge wie Essensreste, Kaffeepulver, Papier oder Eierschalen. Einen anderen für Glas, Büchsen, Plaste. Eines Tages achtete ich darauf. Morgens der leere Mülleimer. Im Tagesverlauf füllte er sich. Abends war er bis zum Rand voll. Dann wurde der Mülleimer nach draußen gestellt. Der Müllmann nahm ihn im Morgengrauen mit. Am folgenden Tag kam er wieder auf seinen Platz. Morgens leer und während des Tages füllte er sich wieder. Als ich diese Wiederholung entdeckte, begriff ich auch den Mechanismus. Wiederholung. Aufstehen, frühstücken, fortgehen, arbeiten, zurückkommen, essen, Fernsehen, ins Bett gehen. Ein Rad, das sich dreht, ohne sich von der Stelle zu bewegen. Und was bewirkt das? Leere. Ein Mobile. Es würde ein Leben lang ohne Unterbrechung funktionieren. Es sei denn, jemand unterbräche es. Wenn niemand es verhindert, fahren die Dinge bis in die Ewigkeit fort. Immer ist ein Eingreifen nötig, dass jemand sich einschaltet, sich in ein Hindernis gegen die Wiederholung verwandelt. Morgens zog ich den Schuh ohne Socken an. In der mir zugewiesenen Imbissstube bestellte ich Brot, angekochtes Ei, Plastegeschmack und Salz. Die graue Wolke hing noch immer tief über der Stadt, die Uhren zeigten 9:15. Die Menschen schwitzten. Wir haben nicht so viel Wasser im Körper. Laufe durch das Zentrum. Merkwürdig. Fühle mich wohl, betrachte Schaufenster, von deren Existenz ich vorher nichts wusste. Die Gesichter der Menschen. Vor vielen Jahren habe ich aufgehört, das Zentrum zu beachten. Ich sehe Männer mit schwarzen Briefkoffern. Aktenkoffer? Jener Koffer war ein Teil von mir. Er gab mir Sicherheit. Ohne ihn hängen meine Arme hilflos herab, an den Körper gepresst, voller Furcht, sie könnten sich lösen. Ich vermisse das Büro, nicht wegen der Arbeit oder etwa wegen der Kollegen. Wir haben uns kaum unterhalten, ich hatte noch nie vormittags frei, so wie heute. 8. Stock. Macht erst 9:15 Uhr auf, sagte der Fahrstuhlführer. Bist du nicht Susa? Ja. Erkennst du mich nicht? Nein. Taddeo! Taddeo Pereira? Ja. Was machst du denn hier? Ich bin Fahrstuhlführer. Siehst du das nicht? Und seit wann? Ich habe immer in diesem Gebäude gearbeitet. Ich auch. Da merkte ich, dass ich mich geirrt hatte. Es war eine Eingangshalle, die genauso aussah, aber es war nicht das Haus, in dem ich wohnte.
Außerdem sehen sie sowieso alle gleich aus, eintönig, alle nach dem gleichen Grundriss gebaut. Wirtschaftliche Architektur der offenen 80er. Dank diesem Irrtum habe ich meinen alten Freund Tadeo Pereira entdeckt. Das kann doch nicht wahr sein. Und er ist so alt geworden und verbraucht. Tadeo Pereira, wer hätte das gedacht? Und du, was machst du so? Nichts, ich bin entlassen worden. Warum? Weiß ich genauso wenig wie du. Viele Leute werden aufgrund der geheimen Dekrete entlassen. Davon habe ich noch nie gehört. Sie sind geheim. Produkte des Planungsministeriums, Massenentlassungen. Das System kann keine künstlich geschaffenen Arbeitsplätze mehr verkraften. Es liegt jenseits seiner Kapazität. Man zieht die allgemeine Arbeitslosigkeit und soziale Probleme einer unerträglichen Verschuldung vor. Sie haben Furcht vor der Auslandsverschuldung und gleichzeitig benutzen sie die Verschuldung als Rechtfertigung für alles. Tadeo Pereira, wer hätte das gedacht? Er wird nie erfahren, wie sehr ich mich freue. Ich hätte nie gedacht, dass ich eines Tages Tadeo wieder gegenüberstehen würde. So viele Jahre war er verschwunden. Wir dachten, er sei gestorben. Verbraucht und mürrisch und gebeugt, scheint er nicht mehr derselbe Mann zu sein, der so viel Schwung besaß, so viel Zivilcourage, mit allem fertig zu werden.